Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei MySheesh. Wir haben heute mal wieder einen neuen Rapper-Tabak für euch auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute um den Flair-Tabak, um die Sorte Booty Call, also um den Elektro-Smog. Sorte Booty Call. Das Ganze ist Pfirsich und wer könnte Pfirsich besser bewerten als ich als absoluter Pfirsich-Liebhaber? Ich denke, da bin ich prädestiniert dazu. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe schon relativ viel Gutes über den Booty Call gehört, dass der wirklich gut sein soll. Kommen wir doch erstmal zu den Grunddaten vom Tabak. Ihr bezahlt hier 17,90 Euro für 200 Gramm rauchfertigen Tabak. Müsst keinen Shot oder so zugeben. Das Ganze wird produziert von der Firma 030 Berlin, also ja, bekannte Tabakfirma eigentlich. Die stellen mehrere Tabaksorten her und eben auch hier den Elektrosmog in Verbindung oder in Zusammenarbeit mit Flair. Rapper-Tabake sind ja immer so eine Sache. Almasiva zum Beispiel ist top und dann gibt es sowas wie 187, die jetzt nicht so gut sind. Wie das hier bei dem Flair-Tabak ist, findet man jetzt auf jeden Fall raus. Die Beschreibung dazu ist, dass es ein saftischer Pfirsich ist. Klingt für mich auf jeden Fall sehr, sehr ansprechend. Die Dose ist hier, finde ich, eigentlich sehr gut gemacht, weil ihr setzt den Deckel auf und dreht einmal ganz kurz und die ist sofort zu. Finde ich nice gemacht. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Geruch. Ja, und die Beschreibung saftischer Pfirsich trifft es hier wirklich auf den Punkt. Das riecht halt wirklich wie so ein richtig schön saftischer Pfirsich. 1:1 so, wie ich mir das wünsche. Zum Schnitt und zur Feuchtigkeit blende ich euch hier jetzt wieder ein Bild ein. Es ist eine Mischung aus grobem und mittlerem Schnitt. Sehr, sehr wenig Ästchen finde ich sehr gut. Also von daher vom Schnitt her an der Qualität nichts zu meckern. Wie gesagt, auch wenig Ästchen drin. Molasse-technisch ist das Ganze sehr, sehr feucht. Dennoch habt ihr relativ wenig überschüssige Molasse. Das finde ich auch sehr gut und sehr gelungen. Also so überzeugt der Tabak auf jeden Fall schon mal. Ja, es gibt, glaube ich, 5 oder 6 Sorten von dem Elektrosmog. Mich hat halt der Booty Call am meisten angesprochen, da es halt, wie gesagt, Pfirsich ist. Und ich habe auch von vielen Leuten gehört, dass das der beste sein soll. Ja, Kopfbau blende ich euch jetzt hier an der Stelle auch ein. Wir rauchen das Ganze im Werkbund Zeus auf Noppenkontakt. Ja, locker fluffig gebaut. Lotus 1 drauf, 3 Kohlen und ja, in der Most Breeze heute. Dann stelle ich den Tabak hier hoch und ich würde sagen, wir nehmen einen Zug vom Booty Call. Und ich merke, der stand jetzt schon ein bisschen zu lange. Aber über die Rauchentwicklung kann man, denke ich, nicht meckern. Die ist eigentlich ganz in Ordnung. Geschmacklich. Ist ja beschrieben als ein saftischer Pfirsich. Ich muss sagen, ich spüre beim Einziehen hier so im hinteren Rachen so eine leichte Kühle. Die ist wirklich nicht sehr extrem. Wenn ihr das auf Vollkontakt baut, habe ich das auch schon ausprobiert. Dann ist es wirklich ziemlich kalt, aber so auf Noppenkontakt habt ihr halt so eine leichte Frische so hinten am Gaumen im Übergang zum Rachen, die ganz nice ist. Die Pfirsichnote ist wirklich relativ saftig. Auch eher natürlich gehalten. Und ich finde, ihr habt auch hier wieder so einen schönen saftigen Geschmack. Von der Süße hält sich der Tabak auf jeden Fall in Grenzen. Also er ist nicht wirklich übersüßt. Er hat so eine leichte Süße dabei, wie man das bei Pfirsich halt gewohnt ist und erwartet. Aber er ist halt wirklich nicht übersüßt. Zur Hitzeverträglichkeit muss ich sagen, ich muss jetzt hier mal eben die dritte Kohle runternehmen. Denn das Ganze, merke ich, wird gerade ein bisschen zu heiß. Also ich habe auch festgestellt bei der Hitzeverträglichkeit,
Ihr dürft ihm jetzt wirklich nicht brachial viel Hitze geben. Er hält Hitze schon ganz okay aus, aber ihr habt dann bei manchen Zügen nicht so einen verbrannten Geschmack, aber so ein leichtes Kitzeln im Hals. Es schmeckt nicht wirklich verbrannt, aber ihr habt halt so ein ganz unangenehmes Kitzeln im Hals, was bei mir dann auch manchmal Husten auslöst. So, jetzt habe ich eben die eine Kohle runtergenommen. Klar habt ihr da nicht mehr so krass viel Rauchentwicklung. Ist ja klar, weil ihr weniger Hitze gibt, aber ihr habt dieses Kitzeln im Rachen, im Halsraum nicht mehr, was so einen ganz leichten Hustenreiz auslöst. Von daher habe ich halt ein paar Kritikpunkte an der Hitzeverträglichkeit. Aber an sich ist es einer der besseren Rapper-Tabake und er hält auf jeden Fall mehr Hitze aus als ein 187-Tabak zum Beispiel. Geschmack ist wirklich in Ordnung, ist ein guter Pfirsichtabak. Ein weiterer Kritikpunkt ist auf jeden Fall, dass der Geschmack nach ungefähr einer Dreiviertelstunde anfängt abzuflachen. Es kommt natürlich darauf an, wie viel Hitze ihr dem Ganzen gebt. Gebt ihr dem Tabak jetzt mit 3 Kohlen Dauerfeuer, ist nach 30, 35 Minuten mit dem Geschmack Schluss. Mit 2 Kohlen könnt ihr das Ganze auf jeden Fall auf eine Dreiviertelstunde strecken. Aber dann hört es halt auch irgendwann auf und flacht so langsam ab. Ich rauche den Tabak trotzdem ziemlich gerne auch pur, ja, aber am allerbesten nehme ich ihn zum Mischen mit zum Beispiel Ananas, also mit Aquamenta Pineapple, 60-40, 50-50, so die Drehe. Dann habt ihr halt eine sehr schöne Kombination aus Ananas und Pfirsich. Das sind halt so meine Kritikpunkte, die ich habe. Also die Hitzeverträglichkeit ist in Ordnung, könnte besser sein, trotzdem besser als andere Rapper-Tabake, wie schon mal erwähnt. Geschmack flacht halt für mich ein bisschen zu schnell ab. Das könnte man noch ein bisschen strecken. Also mit so einer Stunde, Stunde 15 wäre schon echt super zufrieden gewesen. Ist jetzt halt nicht so. Wenn ihr das Ganze mischt, wie gesagt, funktioniert es ein bisschen besser. Aber ja, es ist ein relativ guter Rapper-Tabak für einen Rapper-Tabak. Und ja, dann bleibt mir auf jeden Fall nichts weiter zu sagen, außer ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Lasst mir gerne ein Like da, über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Und bis dahin macht's gut, bis zum nächsten Mal hier bei MySheesh.